Was ist denn etwas Einfaches und Wirksames? Als Menschen wünschen wir uns ja immer wieder etwas sehr Griffiges, etwas Anschauliches, mit dem wir etwas anfangen können. Also einfache Schritte, einfache Wege, Leitlinien, wie wir es auch nennen mögen. Und etwas ganz Einfaches, zu dem wir immer wieder kommen und zurückkehren können, wenn wir vielleicht nichts anderes wissen, wenn nichts mehr geht oder wenig geht oder wir einfach nicht mehr sehen, wo lang es gehen kann, ist, dass wir zunächst mal die Situation, in der wir uns befinden, anerkennen. Grundlegend geht es in unserem Leben tatsächlich immer wieder um das Akzeptieren, um das Anerkennen. Die Dinge sind so, wie sie sind. Es gibt schöne Dinge, es gibt schlechte Dinge. Shit happens. Es gibt Glückliches, das plötzlich passiert und so weiter. Das Anerkennen und damit das Akzeptieren dessen, was gerade ist, ist etwas Grundlegendes in unserem Leben. Wir können ein Leben nicht führen, wenn wir das nicht akzeptieren und anerkennen, was geschieht. Und ich möchte nochmal sagen, es ist egal, um was es da geht. Natürlich lieben wir die guten Sachen, die wollen wir dann behalten im Leben, ist ja klar. Aber die schwierigen Dinge, die ja auch passieren, die zu nehmen und zu würdigen und damit anerkennend umzugehen, ist etwas Grundlegendes. Und dazu gehört natürlich auch, man gesteht sich ein, dass etwas nicht mehr funktioniert oder nicht mehr geht, dass es eben so ist, wie es ist. Das ist eigentlich immer wieder die unmittelbare Voraussetzung für das, damit sich überhaupt etwas wandeln oder verändern kann. Das passiert tagtäglich, das passiert immer wieder. Wenn das stattfindet und wenn man das sich immer wieder auch geradezu geduldig klar gemacht hat, dieses Anerkennen, Würdigen, das Akzeptieren, vielleicht auch das Kapitulieren, dass ich kann es nicht mehr oder ich bin nicht in der Lage dazu oder ich gebe auf jetzt von meinem Vorhaben, ich gebe das Vorhaben auf, ist ja nur etwas Einseitiges, weil man es vorhatte, ist grundlegend und geradezu erlösend. Was dann kommt oder was daraus geradezu folgt, ist, dass man an etwas Weiteres glaubt. Und Weiteres bedeutet von sich weg. Von sich weg. Auf jeden Fall von sich allein weg. Von deinen Konzepten, deinen Gedanken, deinen Befürchtungen, deinen Ängsten, deinen einseitigen Leitsätzen und all dem. Wir sind immer wieder gefangen in uns selbst. Dadurch, dass wir Individuen sind, sind wir immer in der Gefangenheit unserer selbst auch. Und hier wird es eben weiter. Da kommt mir etwas quer, etwas zugute, etwas zu Hilfe. Da kommt etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. Also ich werde in meiner Einstellung offener gegenüber dem. Ich vertraue auf eine höhere Macht. Ich vertraue auf etwas Stärkeres, auf etwas Weiteres. Das können Menschen sein, Freunde, die hilfreich sind, Menschen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Das kann eine Kultur sein, die ich vormals gar nicht wahrgenommen habe, in die ich plötzlich eintauche oder die ich entdecke, die mir über den Weg läuft geradezu. Also etwas Zufälliges, scheinbar Zufälliges und all das. Also ich erweitere mich, nicht im Sinne meines egozentrischen Bestrebens der Erweiterung. Ich will jetzt weiter werden und besser werden und ich muss es schaffen und all das und jetzt erst recht so hoch. Jetzt, das ist es nicht, sondern diese Gelassenheit, die darin liegt, da kommt etwas, was anders ist als ich, etwas Höheres, ein Vertrauen und damit etwas
was mit meiner Schöpfung zu tun hat, also wie ich geschöpft werde. Ich sag's mal so, wie ich geschöpft werde, wie du geschöpft wirst. Also tatsächlich dieser unerschütterliche Glaube an das, was eben umfangreicher ist, was größer ist, oder in dem ich bin, das mich geboren hat, was auch immer das ist, also das etwas in dem Sinne ist, was ich eben nicht bin, also oder noch nicht bin oder auch nicht sein kann. Wir sind ja nur die, die wir sind. Wir sind als Individuen gewollt und das ist wichtig, dass wir so sind, aber wir sind eben nicht alles, sondern alles ist in uns, um uns, kommt uns zu Hilfe oder ist eben vorhanden. Also dieser, ich möchte es nochmal sagen, dieser unerschütterliche Glaube an etwas Umfangreiches. Und das kann man zum Beispiel auch dadurch sehen, dass sich stets alles verändert. Man bleibt nicht wirklich stehen. Es ist wirklich jeder Augenblick anders als der vorherige Augenblick. Wenn das geschieht, wenn diese beiden Schritte einmal des Anerkennens, des Akzeptierens und des Glaubens an etwas Umfangreicheres, Höheres vollzogen sind, dann kommt das Dritte. Das, was einen bewegt, was einen stört, was einen aber auch glücklich macht und was toll ist, davon das eben auszudrücken. Also oft ist es unsere Sprache den Ausdruck zu geben, so wie ich jetzt spreche. Und vielleicht anderen Menschen das mitzuteilen, also Menschen, die vertrauenswürdig sind, einer Gruppe von Menschen, einem Freund, einer Bekannten, deiner Ehefrau oder den Menschen, denen du traust, einem Therapeuten und so weiter. Einfach nur das auszudrücken, was einen bewegt, was jetzt gerade ist, in dem Sinne des ersten Schrittes, in dieses Anerkennens und dieses Akzeptierens. Das zum Ausdruck zu bringen, das kann eine ganze Geschichte sein, eine Folge von Geschichten, vielleicht sogar etwas Prozesshaftes, wo man diesen Ausdruck findet und unsere Ausdrucksfindungen damit in die Welt hineingeben, das ist ja ein in die Welt hineingeben, selbst ein Tagebuch oder eine Geschichte, die man daraus macht, ist in die Welt hineingeben und einen Ausdruck finden. Das ist unsere große, starke Ausdruckskraft, die wir als Menschen haben. So, und wenn das eine Zuhörerschaft hat, eine Zuschauerschaft hat oder in einem selbst auch ausgedrückt ist, dann resultiert daraus schon das, wenn man so will, das letzte oder der letzte Schritt, der dann möglich ist, nämlich der Ausgleich oder auch die Wiedergutmachung, die daraus entsteht. Wenn das klar geworden ist, wenn das alles bewusst geworden ist, wenn das seine Resonanz gefunden hat, wie auch immer die aussieht, dann geschieht etwas im Sinne eines Ausgleichs, im Sinne auch einer Wiedergutmachung, ich tue etwas anderes oder ich tue der Welt, ich sag's mal so, ich tue der Welt etwas, was in dem Sinne des Ausgleichs stattfindet. Wir fühlen uns ja oft schuldig als Menschen, dann wäre der Ausgleich, diese Schuld wieder gut zu machen. Also ein tätiger Ausgleich. Oft ist es ein ganz einfacher, tätiger Ausgleich, um da wirklich mit umzugehen. Und das ist es dann schon. Also das ist etwas Grundlegendes, Einfaches, das wir immer wieder tun können als Menschen. Das Anerkennen, das Akzeptieren, das Vertrauen in etwas Umfangreicheres als nur mir selbst, den Ausdruck geben, zur Sprache kommen, zur Besinnung kommen, den Ausdruck, wie auch immer er ist, geschehen lassen, gerne mit anderen Menschen. Da sind wir oft auf andere Menschen sehr angewiesen, aber es kann, wenn du keine anderen Menschen hast, auch die Natur sein oder wie gesagt nur du selbst. Und daraus resultierend und implizit wirkend, also unterbewusst wirkend wie auch bewusst wirkend, der Ausgleich und die Wiedergutmachung. Also das Weg wieder von einem selbst und nur selbst im Sinne, ich tue der Welt etwas Gutes in dem Sinne. Das ist etwas sehr Simples und erstaunlich Wirksames.